Moin ihr Lieben, da sind wir mal wieder. Ich habe ja gesagt, ich gehe pissen, bin aber dann mal kurz in den Dings rein, Bildschirm, weil ich da mal eben gucken wollte, wo wir überhaupt stecken. Aha, okay. So zwischen Nürnberg und München, würde ich sagen. Fahren wir jetzt so Richtung Salzburg und da, ihr wisst schon, so, ne? Und dann müssen wir einfach mal gucken. Wieso gucken? Ach, Blödsinn und so. Ja. Sollen wir mal einen Schluck trinken? Ich hab Durst. So. Fahren wir jetzt mal weiter. Sonst kommen wir ja nicht vorwärts hier. Schweinebande. Ah, 25 Tonnen Erbsen. Komm, fahr mir in die Karre, kannst du Erbsen zählen, du Arschloch. Blödes. Alter Pimmelarsch. Gio, ist doch wahr. Jetzt lass mich rein. Jetzt beul ich dir ein paar. Danke. Seid ihr alles Idioten? Gio, das nennt man KI-Verkehr. Ist ja gut. Die anderen sind noch viel schlimmer. Fahr mal im Multiplayer. ETS 2 MP. Dann kommen dann solche Elfjährigen angeschissen und hauen dich dann erstmal von der Autobahn. Rabaum! Und hast du nicht gesehen, ey. Und dann könnte ich sowas von kotzen. Glaubt ihr es? Könnt ihr glauben oder auch nicht glauben? Heute haben wir übrigens Mittwoch, den 28.01.2015, 21 Uhr und 20 Minuten. Und ich bin immer noch am Fahren, trotz langen Arbeitstag. Ey, Hut ab, Leute. Yeah! Ich werde jetzt aber jetzt nicht die ganze Strecke vorproduzieren, weil der Geo ja irgendwann noch mal schlafen muss, ne? Aber dann habe ich jetzt am Wochenende, dann habe ich ja übers Wochenende ein paar Teile, wo ich dann erstmal Vorarbeit geleistet habe. Und am Wochenende noch ein bisschen was tun kann. Genau. Nuff, nuff. Ah, hier müssen wir gleich runter. Finde ich gut. Dass man mir das gönnt, hier rüber zu fahren. Hier drummelt es sich gerade ein wenig. Meinst, was immer du da treibst, ne? Also. Ah, meine Katze. Miau. Boing. Hast das Bett nicht getroffen, oder was? Also, ich habe hier drin, müsst ihr mal euch vorstellen, einen Stubentisch stehen. Da steht der Fernseher drauf. Und gegenüber steht mein Bett. Na, lass das mal so 1,50 Meter Abstand sein. Dann springt die Katze erst auf den Tisch, peilt das Bett an und dann mit einem Satz rabams ins Bett. Besonders schön ist, wenn man dann selber im Bett drinnen liegt und dann kommt da so ein Geschoss angeflogen. Ich glaube, so mittlerweile hat der Kater gute 6 Kilo oder etwas drüber. Und dann merkt man das schon, wenn der angeflogen kommt. Dann rumpst sie. Dann rappelt das ganze Bett. Oh Mann, ey.
Wir fahren auf der Mittelspur, Mittelspur, Mittelspur. Wir fahren auf der Mittelspur und sind so froh. Oder auch nicht. Tank- und Rastanlage Miles und Co. Komia GmbH. Ja, du mich auch. Ah, jetzt juckt mir noch der Fuß. Das ist doch der Gasfuß. Scheiße, siehst du, das kommt davon. Eine falsche Bewegung. Und dann hat man gleich die Arschkarte. Könnt ihr mal sehen. Ah, wir müssen schon wieder abbiegen. Boah, irgendwann baust du so einen Unfall, weil du dir irgendwo am Arsch rumjuckst, Miles, oder irgendwas auch immer. Nee, ich habe Hummeln im Moos. Ja, Riedwürms. Es kommt daran vielleicht, dass ich schon den ganzen Tag auf dem Arsch sitze, weil ich hier an Computern gebastelt hat. Das kann ja im Sommer was werden. Weil ja mehr Bewegung. Gott sei Dank. Aber so ist das Leben. Das Leben ist hart. So hart wird kein... Ihr wisst schon. Bam, badam, bam, bam, badam, bam, bam, bam. Schön machen wir das, oder? Wow. Ich würde ja noch ein bisschen schneller fahren, Miles. Wir halten aber jetzt nicht an, ne? Nee, obwohl das zwar eine geile Gelegenheit wäre, aber bei 7 Minuten fände ich das doch ein bisschen früh. Außerdem gefällt mir die. Das ist schon wieder so eine kleine Pisstankstelle. Wir machen so eine große, so eine riesig große Rastanlage, wo man auch mal sich duschen kann, Zähne putzen, was essen sowieso. Gubbel, gubbel. Jetzt müssen wir gleich Straße, Landstraße fahren, wie das aussieht. Ach du Scheiße, ist mir schlecht. Ah, ich hasse sowas ja, ne? Ich hasse sowas ja. Quick, 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 quick. Langsam, Miles, langsam. Ganz ruhig. Fein gemacht. Was steht da? Vorfahrt achten, ne? Mal gucken. Guti, guti. Alles gut. Geile Landschaft hier. Salzburg, geradeaus.
Sehe den Wald vor lauter Bäume nicht. Ist das schön, so durch die Wacheler Rutten zu fahren. Wie ist das fein? Achso, falls ihr euch fragt, ey Leute, warum ist das hier immer so komisch versetzt? Mal kommt Landwirtschaftssimulator und mal kommt Eurotruck, wie rum kommt das nicht zusammen? Kann ich euch sagen, weil ich die Zeit nicht dafür habe. Dann müsste ich ganz viele Videos vorproduzieren. Und die Zeit fehlt mir halt. Im Moment zumindest. Und ihr werdet es nicht glauben, aber selbst ich bin abends dann erschossen. Und freue mich dann nur noch aufs Bettchen. Sofern mich meine Katze da reinlässt. Aber ich erstreite mir meinen Platz. Schmeiße ich ihn raus. Dann kommt er eh wieder angeschissen. Badam, badim, dim. Mann, oh Mann, oh Mann, wir fahren jetzt hier durch die Berge. Mal richtig geil. Dann kriegen die Erbsen noch was von der Welt mit. Lul. Ich möchte aber auch nicht bei dir auf dem Auflieger Erbse sein. Die Prinzessin auf der Erbse. Nee, der Prinz auf der Erbse. Oh. Nicht abkacken jetzt hier, komm. Sei lieb. Ja, es geht ein bisschen mehr hier auf. Man kackt ein bisschen ab. Ah, na, 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 na. Mal kurz gucken, wo wir sind. Wo sind wir denn jetzt überhaupt hier? Mal gucken. Oh. Ja. War klar. Dann geht's dann weiter Richtung Fellach. Fellach. Aha. Richtung Villach. Mal gucken. Kriegen wir hin. Wir sind gut. Sollten nur sehen, dass wir gleich von der Landstraße runterkommen. Das ist eine blöde Ecke hier. Ah, so ein bisschen Bech und Tal waren, ne? Richtig. Finde ich gut. Können wir so drin bleiben? Fellach. Nun sollte man nach Richtung Fellach fahren. So, ihr Lieben, und wenn wir jetzt Richtung Fellach fahren, würden wir sagen, wir sehen uns morgen. Tschüss.